Alarm. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 Alarm. Im Freiwillige Feuerwehr DLC. Und ihr seht, mein Handy vibriert schon wieder. Wir haben direkt einen Alarm. Ich habe gerade die Folge beendet, mich umgezogen und es geht direkt wieder weiter. Und gerade kam der Berufsfeuerwehrgong. Hilfeleistung, Pumpeneinsatz. Einsatz 4, KLF 1, Dornenkamp. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen verbuggt soundtechnisch. Ja, dass wir jetzt einfach die Berufsfeuerwehr noch mit dabei haben von der Alarmierung und angeblich ein Pumpeneinsatz. Ich bin mal gespannt. Einsatz war technische Hilfeleistung. Wie gesagt, ich bin eben gerade gar nicht dazu gekommen, wirklich viel zu machen. Ich habe mich gerade umgezogen, die Folge beendet und wollte gerade mir den Folgentitel aufschreiben und schon hat das Handy wieder vibriert. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich starte einfach direkt die Aufnahme und wir starten wieder durch. Diesmal fahre ich nicht. Diesmal fährt wieder ein Kollege. Sieht aus wie Rainer. Oder könnte Rainer sein? Ich bin mir nicht sicher. Ist halt lustig, dass jetzt gerade die... Na, kleiner Stau hier. Ist halt lustig, dass gerade die Alarmierung von der Berufsfeuerwehr hier kam. Den Text kannten wir schon. Aber so wäre das cool, wenn es immer so wäre. Immer so viel Verkehr hier. Es scheint tatsächlich aber ein Pumpeneinsatz zu sein. Den hatten wir noch nicht in der Freiwilligen Feuerwehr. Aber es ist halt... Oh, fast dran vorbeigefahren. Ja, hier waren wir auch schon mit dem Kev, glaube ich, von der Berufsfeuerwehr. Der scheint auch ein bisschen Wasserspiele zu machen. Also wir haben jetzt in der Stadt hier schon jemanden, der gerne mit Feuer in der Garage spielt. Wir haben jemanden, der gerne grillt unter dem Carport. Und wir haben jemanden, der anscheinend Modellboote in seiner Garage schwimmen lassen will. Alles klar, es wird immer besser hier. Und es wäre hier schön, wenn wir auch die Straße absichern. Wobei eigentlich, man sollte das Fahrzeug ja erkennen. Kann ich hier auch einfach mit Maus... Ne, geht nicht. Müsste ich annehmen. Okay, mache ich nicht. Ich finde die Garage ist doch cool. Wenn man, wie gesagt, Modellboote hat. Okay, der Kollege sichert vorne ab. Passend an der Kreuzung. Schöne Position. Wie sieht's aus? Frau Kuppenführerin. Ja, randvoll weiß ich nicht. Knöchelhoch vielleicht, oder? Ja. Halbe Schienbeinhöhe. Ich denke mal, weil der Einsatz wahrscheinlich von der Berufsfeuerwehr übernommen wurde. Also ich weiß nicht genau, ob das hier 1:1 die Stelle ist. Aber es sieht fast so aus. Deswegen kam, denke ich mal, eben gerade der Alarmierungston von der Berufsfeuerwehr. Ich denke, das wird man nicht... richtig getrennt haben. Also könnte ich mir jetzt denken. So, er nimmt die Pumpe hoch und ich schließe in dem Moment den Schlauch an. Mal schauen, ob das irgendwie zu einem Fehler führt. Nö. Das hätte halt jetzt alles schon wieder bei der Berufsfeuerwehr hier für Probleme gesorgt. Bin ich mir ganz sicher. Aber so läuft das alles. Der Einsatz ist dann extrem schnell vorbei, würde ich sagen. Und wir sehen es, wie das Wasser sinkt. Ich finde es immer schön, wie alle dann hier rumstehen und so da hingucken. Aber ich kann wenigstens jetzt die Zeit schön nutzen, um Bilderchen zu machen. Bin ich ja auch immer ganz glücklich drum. Das war's. Packt zusammen. Ich guck zu. Nein, mache ich nicht. Ich warte nur gerne immer ab, bis ich Aufgaben zugeteilt bekomme. Dann weiß ich, dass es eigentlich keine Probleme gibt.
Das bringt wenigstens Abwechslung rein. Wir hatten jetzt in einer Folge mal einen Verkehrsunfall, dann hatten wir in einer Folge jetzt den Pumpeneinsatz, in der anderen Folge mal einen Brand, dann mal einen Kleinflächenbrand. Sowas bringt halt Abwechslung rein, sowas ist schön. Muss nicht immer die Riesenkatastrophe sein, sondern auch mal so kleine Einsätzchen sind schon recht schön. Das war's, alle aufsitzen, alles klar. Es wäre halt auch cool, wenn dieses DLC soll ja auch irgendwann im Multiplayer mal funktionieren. Es wäre halt dann cool, wenn dann irgendwie jeder eine extra Wohnung hätte auf der Map verteilt und dann erst zum Gerätehaus fahren muss, wenn ein Einsatz reinkommt. Dass jeder so ein bisschen zeitversetzt ankommt, das wäre schon cool. Weiß ich aber nicht, ob das so geplant ist in der Art. Oder ob da dann alle in der gleichen Wohnung wohnen und dann zu der Wache, zum Gerätehaus fahren. Bin ich mal gespannt. Wenn man sich halt so auf der Map umguckt, es gibt so viele Stellen, wo einfach meine Kreativität mit durchgeht, wo ich sagen würde, okay, da hinten könnten die Container brennen. Baumarkt, könnte man einfach mal ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz machen oder was weiß ich, hier vor der Haustür brennt eine Mülltonne oder das Auto im Carport, keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier noch Einsätze einzubinden. Es müsste sich eigentlich theoretisch nie ein Einsatz wiederholen, weil es gibt so viele Stellen, wo man einfach was hinbasteln könnte. Oder hier Verkehrsunfall durch die Poller durchgerast, keine Ahnung. Dadurch Betriebsmittel ausgelaufen. Es gibt wirklich so viele Sachen, wo man hier einfach was machen könnte. Hier so ein kleines Waldfeuerchen. Es gibt wirklich so viele Sachen, was man hier einbinden könnte, was, denke ich mal, gar nicht so viel Arbeit kosten würde. Weil die Map halt schon so viele Stellen bietet, wo man was machen könnte. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was die Zukunft von Notruf noch so bringt. Man sieht ja jetzt Freiwillige Feuerwehr, man hat, glaube ich, jetzt so den richtigen Weg gefunden. Man weiß jetzt genau, wo man lang will, was gut ist. Und ich denke, man merkt auch jetzt, was gut bei der Community von Notruf ankommt. Vielleicht gibt es ja auch nochmal dann so einen großen Motivationsschub für die Entwickler. Und typisch ich. Habe ich wieder vergessen, meinen Handy-Timer zu stellen. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie lange der Einsatz gedauert hat. Ich denke aber mal nicht ganz so lange. Ich weiß halt auch jetzt nicht, wie lange es dauert, bis der nächste Einsatz reinkommt. Aber ich würde sagen... Ja, ich... Bleib einfach mal hier auf der Wache und wir gucken einfach mal, ob gleich nochmal ein Einsatz reinkommt. Damit wir dann zwei Einsätze in dieser Folge haben. Können wir gucken, vielleicht sind irgendwelche Kollegen noch hier draußen. Das wäre auch so lustig, wenn hier ein Ball rumliegen würde und so ein Minispiel, dass man einfach auf das Tor schießen muss. Keine Ahnung. So Beschäftigungsdinger würde es geben oder Minispiel Grillenwürstchen. Lass es nicht anbrennen. Keine Ahnung. Oder hier ein Mülleimer. Hier ein paar Papierschnipsel, Papierballen hin und die soll man dann da reinwerfen. Beschäftigungsmöglichkeiten könnte man, glaube ich, auch schon irgendwie auf so eine dumme Art einbauen, wie ich gerade Sachen gesagt habe.
Und das wäre auch cool, wenn man hier so ein Whiteboard hätte, wie im Autobahnpolizeisimulator, wo man verschiedene Übungen auswählen könnte, die dann hier aufgebaut werden. Wäre vielleicht auch eine coole Idee. Also wie gesagt, bei Notruf geht bei mir immer so ein bisschen die Kreativität durch, was man alles eigentlich einbinden könnte und machen könnte. Vielleicht kommt ja die ein oder andere Sache in Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob es hier die Möglichkeit gibt, einen Einsatz schneller auszulösen. Ich glaube, so einen Stuhl wie bei der Berufsfeuerwehr gibt es hier nicht. Ich denke mal, wir werden einfach abwarten müssen. Und hier bin ich ja eh mal gespannt, weil hier sind ja noch zwei Plätze frei in der Halle. Ich weiß nicht, ob man das Gebäude aus von irgendeinem Vorbild einfach abgenommen hat und deswegen die zwei Hallen auch modelliert hat. Ohne Sinn dahinter. Oder ob man sich gedacht hat, vielleicht bringen wir da noch ein DLC raus. Wäre interessant zu erfahren, aber ich denke mal, das wird alles noch dauern. Bis dann irgendwie ein neues DLC noch für Notruf erscheint. Aber Potenzial, wie gesagt, gibt es in allen Richtungen hier noch. Man könnte noch wirklich so viel machen, so viel. Kann man hier eigentlich auch die Tür öffnen? Nein, kann man nicht. Wir schauen uns jetzt einfach noch hier ein bisschen um. Vielleicht kommt noch ein Einsatz rein, wenn nicht... Juhu, Kleinflächenbrand. Bin ich gleich dabei. Okay, da will ich sogar ohne Einsatzausrüstung zum Fahrzeug rennen. Kleinflächenbrand. Einsatz für KLF 1. Osterfeld. Noch ein schöner Kleinflächenbrand zum Abschluss der Folge, beziehungsweise es dauert noch, bis die Folge einen Abschluss findet. Na Kollegen, wo bleibt ihr? Kleinflächenbrand, macht Bock, schnell rein. Ich will los. Ich mach schon mal zu, ich glaube, wir sind hier vollständig hier hinten. Das war wieder gut knapp, würde ich sagen. Ich habe gedacht, das gibt jetzt den nächsten Unfall. Noch sehe ich keinen Rauch. Ich glaube, da vorne, glaube ich, steigt ein bisschen Rauch auf. Bei den Bäumen. Es könnte sein, dass es der Strohballen ist, den wir schon mal hatten. So viel zum Thema halt. Man könnte so viele Einsätze einbinden, aber man hat leider doch oft Wiederholungen noch drin. Das ist auch, glaube ich, jetzt so das Einzige, was ich als richtige Bemängelung im Discord gelesen habe, dass wirklich die Einsatzvielfalt ist nicht ganz so sehr gegeben aktuell. Aber die Einsätze, die da sind, die sind cool. Die sind auf jeden Fall gut. Das heißt, noch mehr von diesen Arten und Einsätzen... Und ich glaube, jeder ist zufrieden. Tschüss. Also wir hatten den Einsatz ja schon. Also schon mal. Aber nicht aus dieser Rolle. Diesmal dürfen wir ja selber löschen. Warum rennt er da jetzt hin? Naja, wir bauen schon mal auf. Ich denke mal, dass das andere Fahrzeug wahrscheinlich auch gleich wieder hier eintrifft. Also ich fand das letzten cool, als wir den Einsatz schon mal hatten, dass dieses andere Fahrzeug, das TLF, auch noch angerückt ist. Zwar ein bisschen zeitversetzt, aber
Fand ich ganz cool. Ich wollte gerade sagen, da fehlt irgendwie noch so ein Schlauch. Jetzt aber. Jetzt habe ich es wieder getrennt. Und wir hören, das andere Fahrzeug rückt an. Das finde ich aber mega cool, wenn das so zeitversetzt ist. Ich kann gerade nicht löschen, ich muss gucken. Tut mir leid. Es wäre halt cool, wenn sich das hier noch weiter ausbreiten würde und dann könnte man die Berufsfeuerwehr noch nachalarmieren und so weiter und so fort. Klar, das sind alles Wunschträume, aber... wäre schon cool, wäre schon cool. Weil in der Realität, wenn es brennt, dann sind auch nicht alle Feuerwehrfahrzeuge zur gleichen Zeit da. Und wenn der Brand groß ist oder irgendein Haus brennt, dann ist eine Stunde oder zwei Stunden, wo ständig weitere Fahrzeuge anrücken. Und hier ist halt oft so, dass die Fahrzeuge dann zur gleichen Zeit ausrücken und zur gleichen Zeit ziemlich ankommen. Bei dem Einsatz finde ich halt wirklich cool, dass es einen Moment braucht, bis das TLF hier am Einsatzort angekommen ist. Macht das Ganze, finde ich, wieder ein bisschen realistischer, weil es kann ja sein, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht alle Fahrzeuge zur gleichen Zeit besetzt sind und gleichzeitig ausrücken. Da ist es ja so, wie ich oft mitbekommen habe, ja öfter so, dass dann einfach ein paar Minuten später nochmal Fahrzeuge nachkommen. Was ja auch klar ist, weil jeder hat ja ein bisschen anderen Anfahrtsweg zum Gerätehaus und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ist auch cool, dass der Kollege jetzt kommt. Stellt sich direkt neben mich. Schön, Teamarbeit. Löschangriff beendet. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch jemand mit der Wärmebildkamera? Theoretisch müsste einer kommen. Ja. Ist ganz, ganz wichtig bei Strohballen. Sehen wir leider nicht. Schade. Ui, jetzt sehen wir es. Alles rot. Sieht noch ein bisschen heiß aus, wa? Ui, heiß. Aua, aua, aua. Ja, der Schlauch liegt mitten im Feuer, finde ich gut. Macht man so, ganz professionell. Ist das dein Ernst? Bist du es Rainer? Nee, das ist nicht Rainer. Ich hab mich gerade gewundert, warum löscht der Kollege nicht, aber er hat gelöscht, er hat uns gelöscht. Eieiei. Hoch, tut mir leid. Eieiei. Die Kollegen. Sind schon eine Klasse für sich. Du löscht weiter, ich will gerade mal schnell ein Fotochen machen. Ich leg das mal hier hin. Ich will Fotos machen. Ist ja eh gerade nicht mehr so viel. So ein Bild hatte ich ja schon bei dem Einsatz. Vielleicht können wir das Fahrzeug mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Muss natürlich dann die Atemschutzmaske ein bisschen weg machen, aber das geht schon. So, dann haben wir das.
Und wir können wegräumen. Das wollte ich gerade machen. Jetzt wollte ich das gerade machen. Es ist einfach gemein. Darf ich den wenigstens weg... Ich darf den nicht wegräumen. Was darf ich machen? Den darf ich wegräumen. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen überflüssig. Aber nur manchmal. Gerade beim Wegräumen, da sind die so extrem schnell. Aber gut, das stört mich jetzt auch nicht. Das darf ich nicht zumachen. Ich muss die Seite hier zumachen. So, fehlt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Die Haspel noch hinten dran und dann können wir weiter. Beziehungsweise zurückfahren. Tür ist schon zu, sehr schön. Das wäre auch was. Hier in der Halle, wo die Strohballen drin sind, da ein Feuerchen. Das wäre auch krass. Wäre auch, glaube ich, ein richtig spannender Einsatz. Aber ich glaube, Notruf kann halt so große Feuerchen nicht, weil das schon sehr auf die Performance geht. Ich merke es ja auch immer bei meinem Computer, der ist eigentlich flüsterleise. Aber bei dem Feuer, wenn das ein bisschen größer ist, dann heult der Lüfter ein bisschen auf von der Grafikkarte. Ist natürlich noch im Bereich, der in Ordnung ist. Aber da merkt man, dass die FPS schon ein bisschen zurückgehen. Aber wie gesagt, es muss ja nicht immer ein Großbrand sein. Es kann ja auch ruhig was Kleines sein. Hauptsache verschiedene Einsätze. Ich denke mal, wir haben jetzt wieder zwei Einsätze erledigt. Ich denke mal, dass danach bestimmt jetzt der nächste Lehrgang anstehen würde. Bin ich mal gespannt. Es bleibt ja eigentlich fast nur noch der Gruppenführer übrig, würde ich sagen. Dann sehen wir den altbekannten Tactical View wieder, weil der Gruppenführer den Tactical View benutzen kann. Finde ich bei der Freiwilligen Feuerwehr sehr gut. Es wurde ja bei der Berufsfeuerwehr sehr bemängelt, dass jede Rolle den Tactical View benutzen muss. Es ergibt ja nicht so ganz Sinn, dass der Rettungssanitäter zum Beispiel bei einem Brand die Kontrolle übernimmt und alles befehligt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es jetzt so, es kann wirklich nur der Gruppenführer die Befehle geben. Und so finde ich das auch voll in Ordnung und da finde ich den Tactical View auch eine richtig schöne Lösung für. Für alle andere Positionen passt halt natürlich nicht und das ist bei der Freiwilligen Feuerwehr halt schön abgegrenzt. Neue Lehrgänge stehen zur Verfügung für den nächsten Tag. Alles klar. Also geht's nächste Folge weiter mit einem weiteren Lehrgang. Ich fahre jetzt nach Hause und ihr vergesst nicht zu bewerten, falls euch die Folge gefallen hat und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann beim nächsten Lehrgang. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy.